Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon, und hier erstmal Speed-Up, Bam Bam. So, und zwar heute gibt's gleich zwei StarCraft-Videos, und zwar warum? Weil ich Bock dazu habe. So, wenn einer das Video davor schon gesehen hat, willkommen zurück, und jeder, der hier erst reingeschaltet hat, ein herzliches Willkommen überhaupt hier. So, wir sind hier auf der Fortress TD. Die Fortress TD ist mal eine ganz andere Tower-Defense-Karte. Und zwar, ihr habt einfach nur die beiden Gebäude hier. Und in der Mitte diesen kleinen, stuckeligen Pylon, der sich einfach mal lockerflockig im Kreis dreht und einen kleinen Energienova mit am Start hat. Die könnt ihr zünden, wenn es mal ganz bitter für euch aussieht. Allerdings bedenkt, ihr habt 3,5 Minuten Abklingzeit. Also überlegt euch gut, wann ihr das Ding zündet. Allerdings kommen dann auch alle Einheiten 30 Sekunden lang danach noch mit reduzierter Gesundheit bei euch an. So, dann schnappen wir uns mal diese Fortress und gehen wir mal erkunden, was mir hier alles so kann. Also, hier können wir einmal Health und einmal einen Psi-Sturm erforschen. Der Psi-Sturm kostet 600 Credits und muss manuell ausgelöst werden. Dafür braucht ihr allerdings, wie ihr hier oben bei meinem Teammate schön seht, zip, die Energie hier unten auch, 30 von 30. So, Heal Research, Learn to Heal Ability, heißt nichts anderes. Wenn ihr das erforscht habt, könnt ihr mit der zur Verfügung stehenden Energie eure Basis wieder heilen. Das heißt, solange ihr Energie habt, kann sich die Basis auch selber heilen. So, das findet ihr alles bei Abilities. So, bei Attribute könnt ihr einmal Hitpoint Regeneration, Hitpoint Upgrade, Energy Regeneration Upgrade, Energy Upgrade, Shield Improvement und Shield Delay Upgrade. Hier in der Mitte fehlt noch ein drittes. Weiß nicht, warum man das nicht anzeigt. Keine Ahnung, ist ja auch Banane. So, bei Hitpoint Regeneration Upgrade, das könnt ihr, glaube ich, 6, 8 oder 10 Mal kaufen. Mehr gibt es nicht. Ist nichts anderes wie für jeden Schaden, den ihr zufügt, heilt sich die Basis. Das ist quasi so eine Art Schild. Oder? Ja, oder die Anzahl, je nachdem. Ich glaube, wenn ihr das upgradet, je höher die Zahl ist, desto mehr heilt sich die Basis. Dann habt ihr hier die Schilde, quasi wie stark, für die Energie allgemein, wie viel Energie ihr habt und wie schnell sich die Energie wieder aufbaut. Ist wichtig, gerade wenn ihr dieses Ding, die Gedönsels mit diesem Health habt. So, bei diesem Health-Teil, das funktioniert nicht von selber, also ihr könnt es dann entweder per Klick anwenden oder mit Rechtsklick, dann ist es eine Daueranwendung. So, wenn ihr die Karte startet, habt ihr 1000 Credits zur Verfügung und eine unbewaffnete Fortress. So, ihr sucht euch dann hier unten eins von diesen Vieren raus. Das kostet 1000er. Sobald ihr die ersten 100 habt, investiert es gleich hier die ersten 2-3 Male in die Hitpoint-Regeneration und dann hier in die Waffenstärke. Einmal hier könnt ihr den Speed upgraden. Oder, ja, ich glaube hier, bei den Photonenkanonen ist es der Speed. Bei den Twin Rockets ist es die Reichweite. Hier ist es der Attack Speed. Und hier ebenfalls wieder die Range, also quasi die Reichweite. Hier oben noch den Damage. Den Damage könnt ihr maximal 50 Mal upgraden. Gut, hier kommt mein fetter Fail. Aber da komme ich gleich dazu, warum ich hier so fett gefailt hab. Und das könnt ihr 50 Mal upgraden. Genauso wie das hier, das könnt ihr auch 50 Mal upgraden, dann ist es voll. So, hier auf der Karte ist es ganz wichtig, in dem Verhältnis, wie ihr upgradet. Es bringt nichts, wenn ihr zu viel in die Kanone investiert, dann habt ihr nichts fürs Schild. Und wenn ihr zu viel ins Schild investiert, dann habt ihr zu wenig, zu wenig für die Kanone. Ihr habt immer pro Runde habt ihr ca. 600 Credits, 600 bis 700. Das heißt also einmal Kanone investieren. Und dann einmal Schild und einmal für die Regeneration oder für die Energie. Whatever. Die Karte ist leider leicht buggy. Der Bug ist aber leider zum Vorteil für den Spieler. Ich werde ihn euch aber nicht verraten. Deswegen bin ich von dem... Habe ich jetzt auf den Pylon geklickt und nicht auf die Fortress. Ich werde euch den Bug nicht verraten. Ist eigentlich ein lustiger Bug, aber verraten tue ich ihn euch nicht. Die Karte ist mal so was ganz anderes, weil ihr habt einfach nur die Fortress zum Spielen. Ist eine coole Sache. Einfach mal ausprobieren. Ist bis 4 Spieler. Ich glaube, die Stärke kann man sich auch hier raussuchen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ihr seht, in 31 Minuten war das Ding komplett durchgespielt.
Es sind, glaube ich, 40 Wellen, 45, 50 Wellen, ich habe keine Ahnung. Ist eine coole Karte. Wie schon gesagt, mal was anderes. Ihr habt nur das eine Gebäude. Mehr gibt's einfach nicht. Die Viecher marschieren von hier oben nach hier unten durch. Schlicht gehalten, ohne viel Schnickschnack. Ist eine coole Sache. Probiert's aus. Wo die Karte zu finden ist, schreibe ich euch unten alles in die Beschreibung rein. Und dann würde ich sagen, Leute, dann sehen wir uns gleich bei der zweiten Karte, die wir die erste schon angeschaut haben. Leute, bleibt anständig. Vergesst das Bewerten bitte nicht. Und Daumen hoch, Daumen runden, Abo dalassen. Und wenn ihr einen Daumen runter gebt, bitte schreibt mir auch in die Kanalbeschreibung rein oder in die Comments rein, warum. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man einfach nur einen Daumen nach unten gibt und einfach nicht reinschreibt, warum. Dann würde ich sagen, bis gleich zum nächsten Video und ansonsten, die, wie schon gesagt, die wir das erste schon gesehen haben, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video, euer Simon.